Warum sagt er denn das? Du Idiot! Herzlich willkommen bei dieser wunderschönen Musik in Folge 23 bei The Next Big Thing. Und wir müssen versuchen, in dieser Folge eine Voodoo-Puppe zu basteln. Wir müssen versuchen, so viele Dinge. Ah ja, genau. Wir müssen nämlich versuchen, auch hier die Pausebacken, die Spieler, etwas aus der Übung zu bringen, damit der Chip in Liz Lairs Kopf wieder funktioniert. So. Oder mit Liz Lairs Kopf funktioniert, so gut es halt nun mal geht. Wie wir ja festgestellt haben, ist sie jetzt nicht die cleverste und ein bisschen wirr im Kopf. So, Dan Murray, hast du uns noch was zu sagen, Tarzan Dan? Hallo, Dan! Hallo, Liz. Dan, keine Freunde. Dan, keine Freunde. Dschungel, viele Junggesellenhütten. Schamane, Dan, bester Freund. Tamale, Tamtam, Partitur? Hä? Ich wollte gerade fragen, wo ist der Schamane? Aber okay, wir brauchen eine Partitur für Anne-Marie. Schamane, Tamtam, Partitur? Partitur? Musikblatt. Genau. Schamane haben, aber Schamane nicht geben. Schamane verärgert. Warum? Was mögen Schamane? Mögen Schamane? Schamane mögen Sport. Schamane und ich immer Tierkämpfe zusammen sehen. Okay, Schamane weit weg wohnen. Schamane weit weg wohnen? Schamane in der Nähe wohnen. Über Dans Kopf. Schamane besprechen müde. Über Dans Kopf? Oh, Liz sprechen, guck mit ihr. Ah, kommt gleich. Warum wohnt der Schamane über Dans Kopf? Das ist eine Schlange, das ist kein Schamane. Ach, das ist doch hier. Dingens. Wie heißt er noch? Tobi. Liz sprechen, Krokodile. Du Krokodile kämpfen? Krokodile kämpfen? Dan stark. Dan großer Krieger. Dan Krokodile Messer von Ferne werfen. Also gut. Liz im Krokodilmaul gewesen? Ah ja. Liz im Krokodilmaul gewesen. Dan nicht glauben. Liz irre. Leben wie Krokodil sein. Manchmal Plüsch, manchmal beißen. Dan verstehen nicht. Sprechen Krokodil müde. Okay, den Rest hatten wir, glaube ich. Bis wir haben die Partitur, denn. Liebe Freunde. Bis. Und mit der gehen wir sofort mal zu Anne-Marie. Die war 30. Ja, ha, so langsam habe ich sie raus, ihr liebe Freunde. Oh Gott, naja. Partitur. Ach nee, Quatsch. Entschuldigung. Wir müssen natürlich erstmal diese Tierkampfkarte geben. Ich war schon einen Schritt weiter, weil ich hatte das ja eben schon angedeutet. Ich weiß es. Achtung. Eintrittskarten. Dan geben. Für Schamane. Dan, du Liz Papier essen gesehen? Dan nicht gesehen. Liz essen, dann Dan sehen. Ich zwei Stückchen haben. Da stehen stinkende Irre. Erickson versus Dean. Du Dan geben. Dan sie Schamane geben. Schamane lächeln. Schamane ja, dann Liz Tam-Tam-Partitur geben? Ja, Schamane Dan geben und Dan Liz geben, dann Liz Dan geben und Dan Schamane geben. Liz geben. Okay, da kommt plötzlich eine Liane runter. Kein Thema. Hey, endlich Partitur. Eine authentische Stammes-Tam-Tam-Partitur. Cool. So, jetzt aber Appi Galoppi, meine Freunde. 30, ne? Jawohl, sehr gut. Und wir nehmen die Partitur, die wir uns natürlich vorher nochmal angucken. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas liest. Witzig. Und geben sie Anne-Marie, die für uns dann etwas spielt. Sehr gut, oder? Ich habe eine Tamtam-Partitur beschafft. Spielst du für mich? Natürlich. Ausrufezeichen. Schöner wäre gewesen, wenn sie hieß Sam. Dann hieß es, spielst du... Wo ist das Klavier hin? Ach, guck mal. Was passiert denn hier? Habe ich es mir nur vorgestellt oder bewegt sie sich, wenn das Tamtam gespielt wird? Können wir mit ihr reden? Berühren? Okay. Das können sie ja nicht berühren. Wo ist das Klavier hin vor allen Dingen? Ach, wir gehen in das Bild rein. Der sieht etwas crazy aus. Telefon klingelt? Warum? Hä? Alair Gallery, Komma. Guten Tag, Fragezeichen.
Nein, Komma, ich will Ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen. Punkt. Ich sage Ihnen, Komma, meine Dame, Komma, dass ich mit meiner Telefongesellschaft sehr zufrieden bin. Punkt. Ich habe Ihnen gerade gesagt, Komma, dass, Caps Lock, ich mit meiner Telefongesellschaft sehr zufrieden bin. Ausrufezeichen. Captain Caps Lock. Auf Wiederhören. Ausrufezeichen. Caps Lock. Bitte spiel weiter. Und die verrückte Elizabeth? Fragezeichen. Naja, Punkt. Ich höre nie mitten im Stück auf. Ach. Punkt, Punkt. Gott sei Dank. Und nun? Ich sage ihr lieber nicht, dass ich das mitgenommen habe. Sie würde mir nie glauben. Cool. Ja, können wir die uns jetzt basteln aus irgendwelchen Zeugs? Ah, sie hat aufgehört zu spielen, alles klar, warum nicht? Jetzt spielt nicht sie wieder Klavier. Wert. Ausrufezeichen. Am Ende bekam Liz Anne-Maries Hilfe, aber wofür mochte die ihr nützen? Ja, wir wissen wofür. Wir haben eine Voodoo-Puppe. Sie war in Queenies Voodoo-Priesterbild. Crazy. Jetzt können wir bestimmt den Kittel anpacken. Wenn ich mit dem Messer die Form etwas anpasse... Dürfte gehen. Oh, das erinnert mich an jemanden. Mama. Oder? An wen? Sie beginnt wie die Voodoo-Puppe von jemandem auszusehen, den... Ja, gut. Können wir dann jetzt hier... Könnte eine gute Idee sein. Aber die Puppe ist noch nicht ganz fertig. Achso, die hatte doch gesagt, pass auf, das sieht so aus wie das, das Auge, was der hat. Jetzt ist es eine richtige Voodoo-Puppe. Schon? Okay. Ach ja, klar. Kittel und Zeugs. Naja, machen wir noch... Hallo? Ja, genau. Leb wohl, Dr. Pausbacke. Und so wurde Liz wieder sie selbst. Indem sie ihr alter Ego von Fitz Randolphs negativem manipulatorischem Einfluss befreite. Mal sehen. Fitz Randolph ist gut. Fitz Randolph liebt uns. Tja, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Und nun? Was machen wir nun? Eva Morte und der Herr der Nacht? Ha! Bitte den Plätze einnehmen, die Aufnahme beginnt. Achtung! Licht! Okay. Kamera! Da war es plötzlich weiß. Und Action! Liz! Wir müssen ihn aufhalten. Wen denn? Fitz Randolph. Er will in den Kongress. Aber die Monster aus seinen Horrorfilmen verängstigen die Leute und das stört seinen Wahlkampf. Deshalb will er Familienfilme produzieren. Bin gleich wieder da. Pflanzt einen Chip ins Gehirn jedes Monsters, das sich dagegen sträubt. Ja. Genau wie der Herr der Nacht und Eva Morte. Ja, ja, ja. Er hat sie nur benutzt für diesen Film, in dem ich sie interviewe und in dem sie sagen, dass wir Fitz Randolph wählen sollen, denn... Fitz Randolph liebt uns alle. Mich hat er wirklich komplett verändert. Sein Traum von Gleichheit hat meinem Leben Sinn gegeben. Mit Fitz Randolph sind wir alle frei. Und morgen werden ganz sicher 3000 Kopien dieses Films im ganzen Land vorgeführt. Ich weiß, wo das Original ist. Ich werde stehlen. Nein, nein, nein. Abwarten. Sagte Liz. Fitz Randolph hat viel zu viele Freunde. Wenn wir zur Polizei gehen, landen wir hinter Gittern. Pass auf. Ich werde einen neuen Film drehen, in dem Eva Morte und der Herr der Nacht die Wahrheit sagen. Du wirst die Filme miteinander vertauschen und die Leute werden morgen unsere Fassung sehen. Gut. Und ich überlege, wie wir sie austauschen können, antwortete Dan. Auch wenn diese Sadomonster in deinem Film sicher nicht mitmachen werden, vor allem wenn sie einen Chip haben. Die Frage hätten wir endlich gelöst. Probleme mit ihrer Willensfreiheit? Sind sie es leid, diesen Chip, den sie nicht loswerden können, im Gehirn zu tragen? Verzweifeln sie nicht, denn wir haben für sie die Lösung. Wir präsentieren ihnen den Chipzieher des unglaublichen Professor Fly. Faszinierend. Kaum zu glauben, es ist endlich vollbracht. Faszinierend und unglaublich, aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie augenblicklich einen Chipzieher von Professor Fly bestellen, bekommen Sie nicht einen, sondern sogar zwei davon. Ich wiederhole, nicht einen, sondern zwei Chipzieher des unglaublichen Professor Fly. Möchten Sie Ihre Freunde wirklich tief beeindrucken? Dann zögern Sie nicht länger. Greifen Sie zu! Die Chipzieher funktionierten sofort perfekt. Aber als die beiden nicht mehr unter dem Einfluss des Chips standen, zeigten Eva und der Herr der Nacht ihre wahren Persönlichkeiten und wollten plötzlich nicht mitspielen. Sie waren dabei wegzugehen und Liz Pläne zunichte zu machen, als der ewig selbstlose Dan Murray sich bereit fand, die Grenze zwischen Normalsterblichen und Helden zu überschreiten. Wartet! Ich bin kurz davor, etwas zu tun, wofür ich mich mein ganzes Leben hassen werde. Wirst du dich selbst demütigen, Idiot?
Oh, hört sich interessant an, Blödmann. Lass sehen. Was wird es? Boah, ist die riesig, die alte Eva Morte. Achso, wir müssen irgendwas machen. Ah, Entschuldigung. Haben wir ja schon benutzt. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich würde sagen, ich speichere mal ab. Ich speichere mal ab. Weil ich nicht genau weiß, was passiert jetzt. Müssen wir irgendwas benutzen? Liz braucht ihn bei Bewusstsein, um ihn nochmal zu interviewen. Ah, Mann. Hier, den Teebeutel. Nimm, trink mal einen Tee. Okay. Auch nicht. Chips hier. Nicht nötig. Liz und ich haben die Chips, die das fröhliche Pärchen in den Köpfen hatten, mit fleißkleinen Pistolen rausgekriegt. Er muss jetzt nachdenken. Es ist soweit. Tief durchatmen. Ah, was wichtig ist. Harte Schläge, Fältchen, gebrochene Nasen, Blutergüsse, zerschmetterte Rippen, totale Gewalt. Wir hören aufmerksam zu, Idiot. Fahr fort, Blödmann. Manny Brown, Rico Sandretti, Los Angeles Stadion, Freitagabend. Die Eintrittskarten gehören euch. Und so transzendierte Dan Murray das Dasein eines Normalsterblichen und wurde zur Legende. Und ihre Idee funktionierte. Beide Akteure sagten zu, eine neue Version des Interviews zu drehen, als Gegenleistung für die Karten. Sie schlossen sich mit Liz im Studio ein, während Dan überlegte, wie er die neue Fassung mit der von Fitz Randolph vertauschen konnte. Ja, das wird jetzt eine Aufgabe sein, okay. Faszinierend. Mein halbes Gehalt, dass er da den Film in den Händen hält und dass er in sein Büro geht. Währenddessen mal sehen, was Emil... Katjanowski zu erzählen hat. Reicht. Okay, wir gehen mal zu ihm, genau. Nanu, er ist nicht da. Aber er hat diese Spaßpistole hier gelassen, mit der er Graffiti entfernt hat und mit der er auf mich zielte, als er diesen außerirdischen Clown gespielt hat. Abgeschlossen, natürlich. Natürlich. Können wir da irgendwie... Ach, warte mal, wir haben noch hier einen Hebel. Gesetzte Hebelwirkung. Das ist immer die beste Lösung, auf alles zu hauen, was nicht nachgibt. Obwohl, ich musste gerade an meine Tante Peggy denken. Ruhe sie in Frieden. Ja. Sie hat meine Anfälle von gesundem und erfrischendem Vandalismus immer kritisiert. Wenn sie mich jetzt sehen könnte, würde sie sagen, Moment mal. Und wenn sie mich nicht sehen könnte? Klappt das denn? Dir zu Ehren, Tante Peggy. Oh ja, warum auch nicht? Klappt das denn überhaupt? So viel Blödsinn für nichts und wieder nichts. Geht's auf? Immer noch zu. Mann! Das war doch die Idee, Mann. Teebeutel. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja! Wir haben doch das präpariert und dann macht's gleich Hast, Bam. Wackelt und hat Luft. Okay. Und du? Chips hier draufhalten? Nee. Tür noch ein Versuch? Nein, da weiß ich doch was Besseres. Sagst du es mir auch, was es ist? Wir binden auf jeden Fall zur Explosion, das ist schon mal klar. Oh, komm nochmal, weil es so schön war. Okay, das ist jetzt vorbei. Wie können wir denn... Können wir jetzt da hoch? Ja, es wird Zeit, Willys Büro zu besuchen. Die Frage ist natürlich, wie können wir gleich... Also Willy, hast du das Kopierteam schon angerufen? Ja. Ich wäre irritiert. Die werden bald da sein und mit dem Vervielfältigen anfangen. Schön für dich. Jetzt, da ich dir persönlich und exklusiv zu Diensten bin, Fitz Randolph ist toll, gibt es da etwas, das du mir erklären solltest? Warum hörst du nicht mit dem Rauchen auf? Natürlich. Warum hörst du nicht mit dem Rauchen auf? Pfeife. Darum. Es ist meine Gesundheit, mein Atem und mein Geld. Und wenn jemand sich daran stört, Pech. William A. Fitz Randolph hat sich das Recht verdient, über manchen Dingen zu stehen. Der da ist doch Bobby Russell, der Masseur der Freaks. Der da? Murray, weißt du denn gar nichts vom Kino? Gar nichts und ich bin sehr stolz darauf. Das ist Carl Doherty.
Einer meiner... Wenn Liz ihren Film fertig hat, überlegte Dan, könnte ich versuchen, die Filme zu vertauschen, während Willy woanders hinguckt. Aber er würde mich sehen. Das kann ich nicht riskieren. Willy darf mich nicht erwischen. Bekanntesten Schauspieler. Er ist schon seit 4-5 Jahren in Rente. Wenn du es sagst. Aber er sieht Bobby Russell schon ähnlich. Worum geht's in dem Film? Es ist ein Kurzfilm, der morgen in mehr als 3000 meiner Kinos im ganzen Land vorgeführt wird. Okay. Ein Kurzfilm? Sagtest du nicht, es sei ein Interview? Wenn man es genau nimmt, ist es eine Botschaft in Interviewform. Der Beginn meiner Wahlkampagne als künftiger Kongressabgeordneter William A. Fitzrandolph. Wir werden's. Wozu willst du in der Politik mitmischen? Gerechtigkeit. Mein Großvater war Kongressabgeordneter, aber mir erlaubt man es nicht. Nur wegen meines Aussehens. Murray, glaube ich nicht. Wir Monster sollten dieselben Rechte haben wie alle anderen. Und dank William A. Fitzrandolph werden wir sie auch bekommen. Warte mal, ich habe ein paar Fragen. Oh. Warum hast du Liz benutzt, um das Interview zu drehen? Sie ist intelligent, hat keine Erfahrung und keine merkliche Ideologie. Ein perfektes, unbeschriebenes Blatt. Außerdem genießt ihre Familie im ganzen Land hohes Ansehen. Sowohl in der Wirtschaft, wegen ihres Vaters und ihrer Schwester, der Unternehmerin, als auch unter Künstlern und intellektuell. Stimmt. Wegen ihrer Schwester, der Malerin. Nur sie ist ein bisschen lala. Warum hast du Eva Morte und den Herrn der Nacht in dem Film mitwirken lassen, wenn du weißt, dass alle sie hassen? Die Leute hassen sie, weil sie sind, was sie sind. Aber ich möchte sie aus einem ganz anderen Blickwinkel zeigen. Süß, freundlich, großzügig. Die Botschaft lautet, wenn Fitzrandolph es geschafft hat, die beiden zu ändern, kann er alles schaffen. Deine Vision der Gleichheit ist nicht schlecht, aber es wird Leute geben, die mit Manipulation nicht einverstanden sein werden. Erstens, niemand wird es erfahren. Zweitens, ein großes Unterfangen bedarf großer Opferbereitschaft. Wenn man die Freiheit einiger weniger opfern muss, um das Beste für die Gemeinschaft zu erreichen, dann kann man auf William A. Fitzrandolph zählen. Wechseln wir das Thema. Ich drehe da mal eine Runde. Viel Glück mit Celsius. Pauli sollte ein bisschen wirr. Ich weiß auch nicht, was er hat. Ja. Wir sollten die Pfeife kriegen, um hier dann das aufzumachen. Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Oder? Warte. Pauli? Hast du noch 2 Minuten, ruhig zu sein? Ich glaube, ja. Wir gehen nochmal zurück. Wir müssen die Pfeife kriegen. Sag mal, Willy. Ich habe ein gutes Argument für dich, damit aufzuhören. Okay. Ich habe ein gutes... Das wäre... Dein Wahlkampf. Tabak macht sich nicht gut in der Presse. Ja. Die Mütter werden nicht wollen, dass du ihre Kinder in die Arme nimmst. Das ist wahr. Aber... Willst du ein Aber? Na schön. Fitzrandolph liebt uns alle, aber hat Mundgeruch. Gib die Pfeife her, Willy. Murray, du bist ein echter Freund. Absolut. Sogar angesteckt. Perfekt. Fitzrandolph ist toll. So, das war's. Warte, bist du sicher, dass er nicht Bobby ist? Ach so, ja. Bist du sicher, dass er nicht Bobby ist? Ganz sicher, Murray. Ja. Na gut, das hatten wir ja schon. Ich. So, wir müssen ganz schnell weg. Ja, warum wohl? Jetzt macht es nämlich Boom. Touchdown. Ich zünde die Lunte an und schnell zurück an die Mittellinie. Bin ich mal gespannt. Technischer K.O. Katjanowski sollte seine Sachen nicht so offen rumliegen lassen. Hier könnte ja jeder reinkommen und was klauen. Alles klar. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir schauen uns das damit mal an. Damit entfernt man Graffiti. Naja. Sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Ach, den Code kennen wir ja schon. Der Hund macht mich fertig. Bis gleich. Yeah, liebe Freunde, es geht weiter in the next big thing. Und zwar haben wir jetzt diesen Graffiti-Entferner und den werden wir gut gebrauchen können. Das sage ich euch, denn wir müssen ja noch gucken. Da sind wir nicht total falsch. Wo gehe ich denn da hin? Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Dr. Celsius, ins Labor müssen wir, denn... Ja.
Wir müssen gucken, dass wir das ungeschehen machen. Wir müssen den Film ja noch tauschen von Fritz Randolph. Und das machen wir nicht wir, sondern das machen unsere Freunde. Und dafür müssen wir nochmal mit dem immateriellen Mann reden. Oder zumindest müssen wir mal mit dem immateriellen Mann reden. Ich sehe, was das... Und das ist... Ein... Oh. Mit SX. Xaver. Xeris. Es ist eine intellektuelle... Ja, das hatten wir vorhin gehabt, aber ja, das hält uns ja nicht auf. Moment. So. Ich habe leider aus dem Spiel rausgeklickt, aber ich sehe, es nimmt wieder auf. Alles klar. Verdammt. So, meine Herren, Dan Murray übernimmt das Kommando. Hey, du, der Typ mit der Farbe. David. Komm her, ich mach dich sauber. Pass auf, wo du hinpustest, ja? Er ist ja unsichtbar. Gefällt. Kommt überraschend was? Jetzt bleibt uns nichts als zu warten, bis die Irre mit dem Film kommt. Der muss genau wie das Original aussehen. Endlich war alles für den Filmtausch vorbereitet. Der Immaterielle nahm die Dose, die Liz hatte, und folgte Dan bis... Willy, mir ist da etwas noch nicht ganz klar. Bist du wirklich sicher, dass der Typ da nicht Bobby Russell ist, der Masseur der Freaks? Mein Freund Murray, die Kinowelt interessiert dich wohl wenig. Wie ich dir schon sagte, handelt es sich um Carl Doherty, einen meiner großen Stars. Mit dem Gesicht? Mann, die armen Kleinstars. Weißt du, wie viele Millionen es gibt? Willy, hör zu. Dein Hof von Celsius hat es noch nicht geschafft, mich klein zu kriegen. Ich stehe nicht unter seiner Kontrolle. Mehr noch, ich arbeite gegen dich und werde deine Wahlkampagne sabotieren. Ich sag's dir, mit Hilfe von Eva Morte, dem Herrn der Nacht und Liz Allaire habe ich einen neuen Film gedreht, der für dich das Aus bedeutet. Vielleicht siehst du es nicht, aber neben mir steht der immaterielle Mann. Er ersetzt gerade deine Filmdose durch meine. Morgen Nachmittag spätestens wird der Streifen in all deinen Kinos vorgeführt. Mein Freund, Willy. Dann bist du ruiniert. Wie gefällt dir das? Warum sagt er denn das? Du Idiot! Weißt du, ich hätte dir für einen Moment fast geglaubt. Das Kopierwerk. Ich gebe denen die Filmdose mit und dann... Ja gut, lass uns feiern, rief Dan. Tja, so war's. Am nächsten Tag haben die Kinobesucher in mehr als 3000 Kinos im Land erfahren, was die wahren Absichten von diesem William A. Fitzrandolph waren. Fitzrandolph ist unmöglich. Fitzrandolph liebt sowieso nur sich selbst. Er hat mich gezwungen, mich zu verändern, um seine Wahlkampagne entscheidend zu unterstützen. Sein Traum von Gleichheit für alle Monster ist nur Zynismus. Das einzig wichtige Monster für William A. Fitzrandolph ist er selbst. Mit Fitzrandolph werden wir alle zu Sklaven. Fitzrandolph ist gar nicht toll. Das ist der wahre Fitzrandolph. Der Magnat, der Schauspieler manipuliert, um seine menschenverachtenden Ziele zu erreichen. Er ist jemand, der lügt und zum Lügen zwingt. Der es sich erlaubt, Machtgier als pure Gerechtigkeit zu verkaufen. Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten. Die Schauspielermonster weigerten sich, weiter für MKO zu arbeiten. Sofort fielen die Unternehmensaktien auf den Tiefstwert. Ebenso wie die Glaubwürdigkeit seines Besitzers, William A. Fitzrandolph, und seine Träume von politischer Macht. Sein Verbündeter, Dr. Celsius, überstand die Angelegenheit viel besser. Dank dem Chip, den Fly ihm ins Gehirn eingepflanzt hatte, entdeckte er, dass seine mechanische Begabung viele Leute glücklich machen konnte. Mary, 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 Mary. Die Reportage ist fabelhaft. Ausgezeichnet. Wer hätte gedacht, dass der Veteran und die enthusiastische Anfängerin am Ende so ein großartiges Paar abgeben würden? Ein Paar? Auf keinen Fall. Mit dir? Niemals. Idiot. Idiotin. Angeber. Irre. Gut. Sehr gut. Eine schöne Geschichte. Du hast sie wirklich gut erzählt. Und morgen bist du dran. Was suchst du aus? Sag ich dir morgen. Essen wir? Das gefällt mir. Ein Rennen? Gewinnen wird diesmal der zweite. 2012-14. Ah. Na, sieh mal eine an. In Gedenken an Ruben. Tja, das war The Next Big Thing, meine Freunde. Also, ich muss sagen, ich fand es doch etwas kurz,
Aber gut, war The Inner World auch und trotzdem war es sehr amüsant. Das hat mir sehr gefallen. Die Rätsel sind ein wenig einfacher. Aber ich finde, hier Pendulo Studios haben sich wirklich gute Arbeit hier abgelegt. Allgemeine Projektleitung, der ominöse Steinkrug mit der seltsamen Brille. Jetzt gucken wir uns mal die Credits an. Projektleiter ist Raymond Hernas. Hermes. Story und Design ebenso, genau wie Josué Monchan, der auch die Dialoge geführt hat. Leitender Programmierer Felipe Gomez Pimila. Programmierer Jafi Garcia de la Cita. Olé. Alberto González López und Jan Miguel Martin Monos. Ich kann überhaupt kein Spanisch. Leitender Grafiker ist Rafael Latigui. Alter Schwede. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, die daran teilgenommen haben, dieses Meisterwerk des Next Big Thing zu erschaffen. Ja, Überraschung am Ende ist der alte Mann Dan Murray. Wer hätte das gedacht? Also ich zu Beginn auf jeden Fall nicht. Und es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, dieses Spiel zu spielen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die das erstellt haben. Ich bedanke mich aber auch natürlich bei euch, die ihr das mal angeguckt habt. Schöne Grüße nochmal an Nicole. Das war dein spezieller Wunsch, mal wieder ein schönes Spielteam zu machen. Jetzt muss ich mir natürlich was Neues überlegen, was ich dir präsentiere. Ja, und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich immer noch abonnieren. Das ist ganz wichtig. Und unser Dank geht natürlich an David und Laura. Laura, du bist auch dabei. Sehr schön. The Next Small Things. Und natürlich an unsere Familien und Freunde. Tja, schöne Geschichte. Doch, die hat mir gefallen. Ein bisschen wirr manchmal, aber trotz alledem ganz gut. Oh, da kommt bestimmt noch was. Crimson Crown, natürlich. Die müssen auch noch vorgestellt werden. Das eben war ein Entwickler. Jetzt kommt die Publisher, wenn ich jetzt sehe. Ja, genau. Die Publisher, so rum war es. Indigo Pearl. Okay. Ja, auch eine sehr schöne Grafik. Mario Tato, YouTuber, Let's Play, hat es auch mal. Nee, YouTuber, Entschuldigung. Hat es auch mal festgehalten, eine sehr schöne Grafik. Schön handgezeichnet, das Ganze. Das mag ich sehr gerne. Das sind nämlich so eine alte Adventures. Oh, wird das übersetzt? Local Lab. Und Stoneworks, den wir haben, die Sparflamme gemacht. Naja. Wir lassen die auf jeden Fall durchlaufen, die Grades, die werden nicht ausgeschaltet. Das sind alles Leute, die da gewerkelt haben. Jeder kleinste Einzelne hat hier mitgewirkt und dafür gesorgt, dass wir ein wunderschönes Let's Play haben. Der Kleinste. Ah ja, Lizelias Leben von... Ah, okay. Gab es überhaupt Hauptrollen, die besetzt worden sind? Ole Jakobsen, Wolf Fress, Rainer Schmidt. In weiteren Rollen. Ah, okay. Alles klar, ich kenne gar keinen davon, muss ich leider gestehen. Isabella Gruppe. Aber die Musik auch, wo ich das immer so höre. Gut gelogen, muss ich sagen. Also es ist ein sehr stimmiges Abenteuer. Erinnere mich halt wirklich ein bisschen an Runaway, was auch in der Grafik mit diesem Charakterpärchen zu tun hatte. Bing! Clio! Ja, wer kennt's? 97 entstanden. Wow, seit 97 kenne ich Bing-Video auch. Ah ja, Miles. Use Miles Sound System. War auf jeden Fall sehr schön, sehr unterhaltsam. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich habe mich richtig darauf gefreut, mal wieder was aufzunehmen. Das ist immer ein gutes Zeichen für ein Spiel. Aber wie gesagt, Rätsel teilweise zu leicht und vielleicht ein Ticken zu kurz. Ich weiß es nicht. Ich habe es natürlich jetzt auch nicht auf schwer gemacht, aber ich glaube, die Rätsel als solches hätten sich da nicht verändert. Die Tipps, die wir sowieso nicht benutzt haben, die hätten wir dann brauchen können. Aber haben wir zum Glück nicht gebraucht. Mit eurer Unterstützung, auf jeden Fall. So, und damit ist das Spiel vorbei. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Nicht vergessen, abonnieren und Daumen hoch und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao. Meine Freunde des gepflegten Gamings.